Tut nix. Eins. So, ich bitte die Demo-Teilnehmer hier näher ranzukommen und vor allen Dingen vorne beim Busbahnhof die Straße frei halten. So, liebe Freunde, kommt näher. Hallo und grüß Gott beisammen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Michael Kaufmann. Ich bin seit 4 Jahren aktiv gegen das Projekt Stuttgart 21 tätig und bin aktiver Mitstreiter der Tunnelbohrerkampagne. Heute spiele ich hier den Versammlungsleiter und Moderator. Bevor es losgeht, bin ich verpflichtet, ganz offiziell folgende Auflagen vorzulesen. Das ist etwas trocken. Ich lese vor und ihr haltet euch dran, das ist ganz einfach. Erstens, Maßnahmen, welche geeignet sind, Verkehrsstörungen auf den angrenzenden Straßen hervorzurufen, sind zu unterlassen. Die aufgeführte Demoroute sowie die Kundgebungsorte sind einzuhalten. Am Sammelpunkt, das ist hier, Karlstraße neben der Musikhalle, muss der Bushaltestellenbereich freigehalten werden. Störungen bzw. Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind zu vermeiden. Kundgebungsteilnehmer, die die Ordnung gröblich stören, sind durch mich auszuschließen. Zur Sicherstellung eines geordneten Ablaufes sind Ordner im Verhältnis 1 zu 50 einzusetzen. Die Ordner müssen volljährig und durch weiße Armbinden auf denen nur die Bezeichnung Ordner stehen darf, gekennzeichnet sein. Die Ordner sind zu belehren, das haben mich bereits getan, und sie sind anzuhalten, gegen Störungen in angemessener Form einzuschreiten. Paragraph 22 der örtlichen Polizeiverordnung zur Sicherung der öffentlichen Ordnung und gegen umweltschädliches Verhalten, Plakatieren, Beschriften und Bemalen ist zu beachten. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift sind Ordnungswidrigkeiten. Und jetzt, und das ist ernst, Masten und Ähnliches dürfen nicht mit Flyer und Aufkleber beklebt werden. Ich finde das, ehrlich gesagt, auch okay, wenn wir hier positiv erscheinen wollen. Sieht nicht unbedingt gut aus, wenn nachher die Demo-Route vollgeklebt ist mit irgendwelchen Aufklebern. Auf das Vermummungsverbot und das Verbot von Mitführen von Waffen, Paragraph 17a Versammlungsgesetz, wird hingewiesen. Weisungen von Polizeibeamten ist Folge zu leisten. Die Erteilung von weiteren Auflagen vor Ort ist möglich. Zufahrten und Zugänge zu Gebäuden und Läden müssen frei bleiben. Die Benutzung von Fackeln und Feuerwerkskörpern sind untersagt. Die neu ausgesäte westliche Wiesenfläche der Bärenwiese darf nicht betreten werden. Der Aufzug darf sich im Bereich der Bärenwiese nur auf geteerten Flächen bewegen. Die Kundgebung ist auf der geteerten Fläche durchzuführen. Bei Auflösung der Versammlung ist hinzuweisen, ich mache das jetzt schon, dass die Teilnehmer sich auf den geteerten Flächen zu entfernen haben. Beschädigungen an den Grünanlagen der Bärenwiese sind zu unterlassen. So, das war der offizielle Teil. Jetzt kommt der spaßige Teil. Tunnelbohrer zerstört Stuttgart. Stuttgart 21 ruiniert das Land. Und die Ludwigsburger, die zahlen mit. Liebe Ludwigsburger, liebe Demonstranten und Freunde, das Tunnelbohrer-Kampagnenteam und ich freuen uns riesig, euch hier zu sehen. Wir sind nach Ludwigsburg gekommen, um über das Projekt Stuttgart 21 aufzuklären. Wir sind hier, um den Bürgern zu zeigen, welche Gefahren, Risiken und welche unvorstellbaren Kosten in Milliardenhöhe auf uns zukommen. Wir werben um Freunde und Mitstreiter. Wir wollen zum Nachdenken und Handeln anregen. So verhalten wir uns auch, so haben wir uns schon immer verhalten. Ich denke, wir hinterlassen wie gewohnt einen fröhlichen, engagierten, von der Sache überzeugenden Eindruck. Wir sind alle fest überzeugt, dass wir uns weiter gegen das Projekt Stuttgart 21 mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtlich legitimierten Mitteln wehren müssen. Wir sind stinksauer auf die Politik und die Betreiber, weil sie mit einer unvorstellbaren Ignoranz seit Jahren all das Wissen unserer Fachleute
unsere Eingaben ignorieren und sich nicht damit auseinandersetzen. Sie haben einfach keine überzeugenden Argumente und können und dürfen das nicht zugeben. Gelebte Bürgerbeteiligung, versuchte Kriminalisierung und Verhöhnung des mündigen Bürgers ist die Antwort. Wir suchen den offenen, fairen Dialog, das ehrliche Abwägen und Vergleichen von Fakten und Daten. Wir sind aktive Mitbürger und wollen nicht, dass Stuttgart zerstört und das Land ruiniert wird. Die Betreiber haben riesengroße Probleme. Es ist nach wie vor noch nichts Wesentliches gebaut. Die Kosten steigen ins Unermessliche zulasten des Steuerzahlers. Technische, geologische Schwierigkeiten, schlechte Planungen, fehlende Planfeststellungen und Genehmigungen, anhängende Gerichtsverfahren lassen Stuttgart 21 zur größten Baukatastrophe der Nachkriegszeit reifen. Alle wissen es, niemand darf es sagen. Stuttgart 21 ist politischer Wille, Bauen ohne Sinn und Verstand, der Betonlobby zu Ehre, es wird vertuscht, es wird gepfuscht und wir werden täglich angelogen. Ja, das behaupte ich, selbst bei den Besucherzahlen in der Turmausstellung ist sich Dr. Rüdiger Grube nicht zu schade, frech zu lügen. Er redet von Schlangen an der Ausstellung, von Besucherschlangen. Das ist reine Augenwischerei, um dem Projekt zur öffentlichen Legitimation zu verhelfen. Ich glaube, ich war in den letzten 3 Jahren öfters im Stuttgarter Hauptbahnhof wie der Herr Dr. Grube. Ich habe noch keine Schlange dort stehen sehen. Am eigentlichen Bautrog, dem zukünftigen Tiefbahnhof, kann und darf noch nicht gebuddelt werden, weil die Grundwasserentnahme noch nicht genehmigt ist und weil man höre und staune, ein riesengroßer Abwasserkanal den Baugrund kreuzt und trotz 20-jähriger Planung es noch keine vernünftige, realisierbare Lösung gibt, wie man die Ausscheidungen des menschlichen Daseins umleiten kann. Stuttgart 21 ist weder sinnvoll noch wirtschaftlich und trotzdem werden mit ungeheurer Energie und Rückendeckung der Politik Fakten geschaffen, um letztendlich die Unumkehrbarkeit des Projektes entgegen jeglicher Vernunft zu erzwingen. Liebe Ludwigsburger, wenn in absehbarer Zeit sich ein riesengroßer Tunnelbohrer der Firma Herrenknecht durch den Filterboden Richtung Stuttgart frisst, dann bohrt er 9 Kilometer der insgesamt über 60 Kilometer langen Tunnelanlage unter hauptsächlich bebautem Stuttgarter Gebiet. Knapp 5 Kilometer bohrt sich das Monstrum durch Anhydrit. Wir wissen alle, was passiert, wenn Anhydrit und Wasser zusammenkommt. Es quillt unaufhörlich auf und entwickelt gigantische Kräfte, welche Fels und Erdreich anheben und darüber liegende Bebauungen zerstört. Es gibt viele Beispiele aus jüngster Zeit, wo Geothermbohrungen Wasser und Anhydrit im Zusammenspiel nicht mehr kontrollierbar sind. Ganze Häuserzeilen und Innenstädte gehen kaputt. Auch in der Nähe in Böblingen sind es über 150 beschädigte Häuser. In Staufen ist eine ganze Innenstadt zerstört und in Landau in der Pfalz wurde ein Geothermkraftwerk vorab stillgelegt, weil es allüberall Erdhebungen und kleine Erdbeben verursacht. Es gibt für dieses Problem weltweit keine wirkliche Lösung. Das Land Baden-Württemberg hat dieser Tage 30 Millionen Euro Steuergeld der Stadt Staufen zur Instandsetzung der Innenstadt zur Verfügung gestellt. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und das Anhydrit quillt lustig weiter. Fahrlässig und völlig unbegreiflich, dass die Politik dieses Problem in Stuttgart nicht wahrhaben will. Und liebe Freunde, der Stuttgarter Untergrund, und das wissen wir auch, birgt noch hunderte von unbeherrschbaren Risiken und Schwierigkeiten. Wir wissen es, die Politik und die Landesregierung ignoriert es. Der Bürger verschließt die Augen, weil er einseitig informiert ist. Verantwortung für ein Land bedeutet unter anderem Schaden abwenden, bewusst Schaden provozieren, darüber werden einmal die Gerichte entscheiden. Grün-Rot baut dieses Projekt der Koalition zuliebe. Grün-Rot muss sich irgendwann verantworten und das wird bitter, das wird sehr bitter. Und nicht jetzt zu uns, Olli Kube. Der Kandidat der Linken spricht zum Widerstand, er hat leider ganz wenig Zeit.
und muss sich sehr kurz halten. Uli. Ja, als ich mit einigen Genossinnen und Genossen Ende 2009 die Jugendoffensive gegen Stuttgart 21 gegründet habe, da hätten wir uns nicht träumen lassen, dass die Bewegung zwischenzeitlich dermaßen Ausmaße annimmt, wie sie angenommen hat, und wir hätten uns auch nicht träumen lassen, dass 4,5 Jahre später immer noch Menschen auf die Straße gehen, um gegen diesen Wahnsinn zu protestieren. Aber dennoch ist es uns bis jetzt nicht gelungen, dieses Projekt zu stoppen. Genau. Stuttgart 21 ist ein Beispiel unter vielen, das zeigt, dass in unserer Gesellschaft leider nicht das bessere Argument zählt, sondern nur die Macht und das Profitstreben. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, um etwas zu verändern. Die eine Möglichkeit ist es, viel Geld zu haben. Die andere Möglichkeit ist es, viele Leute zu haben. Die andere Seite hat das Geld, aber wir haben die Leute. Wenn wir wollen, dass es in dieser Gesellschaft zukünftig um die Bedürfnisse der Menschen geht, statt um die Profitinteressen einiger weniger, dann dürfen wir uns nicht auf Regierungen verlassen, sondern wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Wenn wir außerdem noch beherzigen, dass wir uns nicht auf fadenscheinige Schlichtungsgespräche einlassen dürfen, die uns nur einlullen sollen, und uns auch nicht von den politischen Gegnern oder von der Presse spalten lassen dürfen, dann werden wir in der Lage sein, in Zukunft derartige Projekte zu stoppen und die Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Dafür benötigen wir spektrenübergreifend, parteienübergreifend Entschlossenheit, Ausdauer und Solidarität. In diesem Sinne dranbleiben, oben bleiben. Am Fasanenhof in Stuttgart wird gerade der Tunnelbohrer, der Riesenmaulwurf, zusammengebaut. Das ist sehr traurig, ein weiterer Meilenstein in der Politik des Faktenschaffens. Wir konnten den Transport nicht verhindern, aber wir begrüßten den Bohrer mit Blockaden. Wir nahmen und nehmen den Bohrer zum Anlass, unser Aufbegehren gegen das dümmste Bahnprojekt der Welt ins Land zu tragen. Es spricht jetzt Jörg Jägel von den Ingenieuren 21, sein Thema Stern statt Maulwurf. Wer erinnert sich noch an die Sternfahrt des historischen ET25? Ein Beweis für, bitte, Jörg. Danke. Mein Name ist Hans-Jörg Jägel, bei den Ingenieuren 22. In der Freizeit bin ich auch bei der Eisenbahn aktiv. Normalerweise samstags, gar nicht so weit weg hier in Kornwestheim, kümmern wir uns um die historische Eisenbahn. Manche sind schon mitgefahren, der feurige Elias, auch manchmal ganz öffentlich im Einsatz. Aber natürlich auch ein großer Teil der Freizeit geht drauf im Kampf gegen Stuttgart 21, was ich mit vielen anderen Eisenbahnern ablehnen muss. Um euch alle sehen zu können, springe ich mal hier schnell nach oben. Also, das Motto heute, Tunnelbohrer zerstört Stuttgart, Stuttgart 21 ruiniert das Land. Also, ich kenne schon wieder die Prolo-Sprüche, wenn es dann heißt, ach, das ist doch völlig übertrieben, alles ist geklärt, Kleinigkeiten werden geregelt und der Bau läuft. Darüber können wir nur noch lachen, denn das ganze Projekt ist hoffnungslos hinterm Plan her. Wenn ich anfangen würde zu erzählen, was hier alles versprochen und terminiert wurde, was alles nicht eingehalten wurde, dann werden wir heute Abend nicht fertig. Nur einige Punkte. Vor mehr als 4 Jahren, 2010 im Februar mit dem Prellbock-Lupf, gab es einen Baustart. In diesen 4 Jahren hat man es geschafft, allerdings erst zum Schluss bekannt zu geben, 2 Jahre Verzug von 19 auf 21. Von den 60 Kilometer Tunnel, die gebaut werden sollen, gebaut und gebohrt, 60 Kilometer, 4 Jahre sind vorbei, noch nicht 1 Kilometer ist fertig. Dort mal 50 Meter und am Fasanenhof auch ein paar Meter, aber noch nicht 1 Kilometer ist fertig. Aber es gibt schon Schäden an den Gebäuden und Dreck im Nordbahnhof wegen der fehlenden Logistik. Denn die Logistik, die hat man natürlich nicht gebaut,
so wie versprochen gleich am Anfang des Projektes. Was ist denn schon passiert? Wenn wir uns das anschauen, dann sind das nur Abrissarbeiten und ganz einfache oder relativ einfache Maßnahmen. Aber auch die haben schon viele, viele Probleme hervorgebracht. Alles, was schwierig ist, wird geschoben, um dem Projekt einen Eindruck der Alternativlosigkeit, ein so weit fortgeschrittenes Projekt kann man nicht mehr stoppen. Es wurde schon erwähnt vom Wolfgang, der Nesenbach-Düker, dieser Abwasserkanal, beim normalen Projektmanagement wird erstmal das Risiko minimiert, dadurch, dass die schwierigen Aufgaben gelöst oder wenigstens auf den Weg gebracht werden. An dem Nesenbach-Düker, einer zentralen Sache, noch unter dem Tiefbahnhof Trog, wird seit Jahren herumgedoktert. 2012 hätte er fertig sein sollen. Es gibt jetzt Planänderungen, wir kommen dann noch dazu, die Stuttgarter Straßenbahnen beeinträchtigen. Es ist grausam. Neben dem Düker die S-Bahn-Rampe. Man hätte bereits zwei Gleise in der Rampe wegbauen sollen, aber bereits beim Abbau eines Gleises hat sich die Bahn sehr mit Ruhm bekleckert. Ihr alle wisst, wie dann die S-Bahn nicht mehr fahren konnte, weil ein Signal ZS7 weggebaut wurde und das EBA keine Genehmigung gegeben hat, entsprechendes wieder aufzubauen. Auch der Zugang zur S-Bahn, diese Rolltreppe vom Querbahnsteig hinunter, wird immer wieder verschoben, dass sie gesperrt wird. Sie muss gesperrt werden und auch der Zugang vom Querbahnsteig bis zur S-Bahn hinunter, also von der Fernbahn zur S-Bahn, wird gesperrt, weil dort der Trog hin muss. Alle müssen durch die Klettpassage, frohes Laufen. So, na, und bei 1.3 oben auf den Filtern, dort kommt ja der Bohrer her, da ist noch gar nichts genehmigt. Dort ist noch mal nicht einmal eine Erörterung hat da stattgefunden. Es gab Filterdialoge, es gab Varianten. Aber das, was dort geplant ist, man kann nur sagen, der reine Murks. So, die Kosten sind um 50% gestiegen oder fast 50%. Die Maximalkosten waren ja sowieso nie erreichbar, unwahrscheinlich. Jetzt sind wir bei 6,5 Milliarden. Wer das glaubt, na gut, kann mir nicht mehr helfen. Genauso die geplante Fertigstellung 2021. Ludwigsburg und die Region, alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg zahlen fleißig mit, sowohl für die Region, die sich mit 100 Millionen dran beteiligt an dem Projekt bisher, und auch am Beitrag des Landes 1 Milliarde rund gerechnet. Ludwigsburg zahlt mehr als 330.000 Euro im Jahr und mal schauen, wie lange sich die Baustelle noch hinzieht. Geld, was an allen Ecken fehlt. Die täglichen Probleme im Bahnverkehr werden uns noch viele, viele Jahre begleiten. Verspätungen bei der S-Bahn durch Kabelstörungen, die Umbauarbeiten lassen sich nun mal nicht so durchziehen, dass überhaupt keine negativen Auswirkungen geschehen. Und ich glaube, wir alle wissen, wie oft müssen die Leute in Zukunft von Stuttgart nach Ulm oder nach Bratislava schnell fahren, damit sie die Verspätung, die wir tagtäglich in der S-Bahn ansammeln, wieder gut machen können. Also ich glaube, da reichen 100 Jahre nicht. Und dann wird immer, und als Beispiel bloß mal ein Zitat von Herrn Medorn, der sich ja nun bemüht, den Berliner Flughafen hier Flüge zu kriegen, dann wird es immer dargestellt, ja, das ist ja alles wunderbar, und wenn jemand etwas merken will von der Baustelle, dann muss er schon den Kopf in den Gulli stecken. Also ich glaube nicht, wenn man mit der Eisenbahn fährt, muss man keinen Kopf in den Gulli stecken, aber man merkt tagtäglich, was hier los ist. Im Gegensatz dazu ist es aber durchaus möglich, heute schnell und kostengünstig den Regionalverkehr in Ludwigsburg, in der ganzen Region Stuttgart zu verbessern. Und das war auch ein Ziel von der Aktion Sonderzug Stuttgarter Stern, denn gerade Ludwigsburg als Kreisstadt um Stuttgart herum lässt sich sehr gut auf bestehenden Bahnstrecken mit anderen
Kreisstädten der Region direkt verbinden. Das soll keine Alternative oder kein Ersatz zu der zentralen Verbindung nach Stuttgart sein, aber es wäre durchaus eine Entlastung und eine Attraktivierung des Bahnverkehrs. Nach Esslingen könnte man mit einer S-Bahn mit Halt Kornwestheim, Untertürkheim, Esslingen in 22 Minuten statt heute über den Hauptbahnhof mit 35 Minuten umsteigefrei fahren. Nach Böblingen würde man auch etwa 10 Minuten sparen über die Gäubahn, 33 statt heute 43 Minuten, möglichst noch mit einem Regionalbahnhalt in Stuttgart-Vaihingen, aber natürlich auch bis in Feuerbach und Stuttgart-West könnte man auch wieder eine attraktive Haltemöglichkeit schaffen. Selbst auch nach Waiblingen, das wird jetzt noch ein bisschen Bahntechnik, gehört einfach dazu, selbst auch nach Waiblingen könnte man deutlich schneller fahren, entweder mit Umsteigen an Augsburger Straße, die Nürnberger Straße, oder es gab sogar was Vernünftiges in den ersten Planungen 95 von Stuttgart 21, gab es einen Tunnel, einen Kilometer lang etwa, von Cannstatt hoch zum Sommerrhein und diesen Tunnel gibt es sogar noch in den Planungen der Region Stuttgart, aber natürlich unter ferner Liefen. Auch das wäre mal eine sinnvolle Maßnahme. Ich kenne die Nebenwirkungen noch nicht genau von diesem Tunnel, dass man über die Schusterbahn schnell nach Waiblingen käme. Heute 38 Minuten, in Zukunft mit 25 Minuten oder weniger machbar. Natürlich müssen die Anbindungen an das bestehende Schienennetz ertüchtigt werden. Gerade hier in Ludwigsburg sieht man das ganz deutlich. Wo die S-Bahn gebaut wurde, hat man auch die Strecke, die von Marbach kommt, über die Strecke, die nach Bietigheim geht, drüber weggezogen, damit die Züge sich nicht gegenseitig blockieren, also höhenfreie Kreuzungen gebaut. Von Marbach nach Ludwigsburg rein kreuzt höhenfrei die Strecke nach Bietigheim. Sowas müsste man auch bauen für die Gäubahn und für die Schusterbahn. Aber schaut es euch mal an, wenn ihr spazieren geht, es ist problemlos machbar. Wenn man von Kornwestheim runter nach Zuffenhausen fährt, geht das hinab nach Zuffenhausen, dort eine Rampe auf bestehendem Bahngelände hoch, sodass man oben bleibt, bis zur Schusterbahn. Und das Gleiche, die Schusterbahn kommt dann im Neckarpark ziemlich in Tieflage an, am Güterbahnhof. Die S-Bahn ist oben am Neckarpark. Auch dort lässt sich sehr einfach eine höhenfreie Kreuzung einbauen. Aber was passiert? Alles wird schlecht geredet. Es gibt fragwürdige Gutachten von Universitätsprofessoren und wissenschaftlichen Instituten. Es gibt Alibi-Züge auf der Schusterbahn. Bis jetzt früh 2, nachmittags 2. In Zukunft sollen 3 Züge fahren. Aber ich frage euch, was bringt es denn, von Kornwestheim nach Untertürkheim eine Pendellinie einzurichten? Wenn man von Ludwigsburg nach Esslingen will, zweimal umsteigen. Nein, ich glaube, da fährt jeder doch über den Hauptbahnhof. Ich habe ein paar Möglichkeiten aufgezählt, direkte, schnelle Schienenverbindungen zu schaffen. Ende Mai sind Regionalwahlen. Im Vorfeld gibt es bestimmt einige Kandidaten und mir fallen da vom Kreis Ludwigsburg 2 ein. Der Herr Schmiedel. Und auch der Herr Stehmer. Fragt die doch einfach mal, was sie von diesen Möglichkeiten der Nutzung existierender, leistungsfähiger Schienenverbindungen halten. Da braucht man nichts neu bauen, keine Strecke, keinen Tunnel. Die Strecken sind da, sie werden intensiv genutzt für den Güterverkehr, aber auch trotzdem ist es möglich, noch eine S-Bahn unterzubringen. Aber gerade die Herren Schmiedel, Stehmer und wie sie alle heißen. Mir als Eisenbahner tut es manchmal ein bisschen weh, dass vieles auf die Bahn geschoben wird. Immer wieder heißt es, die Bahn ist unfähig, die Bahn zerstört. Aber nein, es kam vorhin schon zum Ausdruck, wesentliche Anteile hat die Politik. Die Herren Oettinger und Schuster, die Gemeinderäte, Landräte, sie alle haben das Projekt auf den Weg gebracht und vertreten heute nur noch die Interessen der Baulobby. Nicht mehr die der Bürger. Als Stuttgarter kann ich ein gutes Beispiel dafür nennen.
das ist das aktuelle Thema der Stadtbahn. Die Stadtbahn soll von der Haltestelle Staatsgalerie entweder zum Hauptbahnhof oder zum Charlottenplatz nicht so wie bisher fahren, sondern für 3 Jahre, einmal ein Dreivierteljahr und einmal mehr als 2 Jahre, unterbrochen werden und nur in einer Richtung fahren können, also entweder zum Hauptbahnhof oder zum Charlottenplatz. In der Planfeststellung steht drin, weil die Unterbrechung 2 Wochen dauert und um das auf 2 Wochen zu reduzieren, darf in dieser Zeit rund um die Uhr gebaut werden. Also ich frage euch, von 2 Wochen auf 3 Jahre Unterbrechung, Verlängerung, das ist mehr als 50-fach, das sind nicht 50%, das ist ein Faktor, der fast schon bei 100 liegt. Und das wird im Gemeinderat Stuttgart in den Bezirksbeiräten präsentiert. Und was steht dann im Protokoll? Der Gemeinderat hat das zur Kenntnis genommen. Der Bezirksbeirat Mitte hat es genauso abgesnickt und nächsten Dienstag wird es wahrscheinlich auch dem Bezirksbeirat West vorgestellt. Wer Lust hat, kann in die Bebestraße gehen, sich das dort anhören. Was geht das aber Ludwigsburg an? Zum Schluss noch ein Thema dazu. Nicht nur die Stadtbahn muss verlegt werden, sondern auch die S-Bahn muss verlegt werden. Wir haben ein Dreieck, genau wie die Stadtbahn, zwischen Staatsgalerie, Charlottenplatz und Hauptbahnhof. Es gibt das Dreieck der S-Bahn zwischen Hauptbahnhof, Cannstatt und Feuerbach. Sehr hoch belastet. Und auch dieses muss verlegt werden, um den neuen geplanten Haltepunkt Mittnachtstraße anzubinden. Aber was kommt da auf uns zu? Diese Unterbrechung hat noch keiner hinterfragt. Auch das wäre ein Thema für die Kandidaten der Regionalversammlung. Wie stellen Sie sich das vor? Man kann sich das anschauen in der Planfeststellung. Es steht drin, am Hauptbahnhof werden 2 Gleise umgelegt, auf einmal. Am Nordbahnhof wird erst das eine Gleis umgelegt, dann soll gebaut werden und irgendwann später das 2. Gleis. Ja, wenn man drüber nachdenkt, wie soll das funktionieren? Fährt dann die S-Bahn plus eingleisig oder sonst wie? Bei der Wolframstraße, dort ist es noch das allergrößte Problem, die S-Bahn wird die Wolframstraße durchschneiden in etwa 2,5 Meter Höhe. Da gibt es dann noch weitere Probleme, das ist vielleicht für Ludwigsburg nicht direkt wichtig. Aber die Umlegung der S-Bahn führt zu großen Problemen, über die heute noch keiner redet. Denn im Gegensatz zur Stadtbahn, wenn die nicht zum Hauptbahnhof fährt, dann kann man zum Charlottenplatz und zum Stadtmitte fahren. Aber wenn man nach Feuerbach will und landet plötzlich in Cannstatt, dann nützt einem das gar nichts, wenn man weiter nach Ludwigsburg will. So, also, ihr seht, dieses Motto, der Tunnelbohrer zerstört Stuttgart, Stuttgart 21 ruiniert das Land, trifft auch voll Ludwigsburg. Entschuldigung, dass es kein Ton ist, aber die Technik bei denen. Wir machen jetzt unseren Demozug. Danke, Jörg, für die ausführliche Rede. Wir machen jetzt den Demozug. Ich möchte noch dazu sagen, selbst der Herr Dr. Rüdiger Grube hat mal gesagt, ich mache das, was die Politik mir sagt. Das sagt eigentlich alles. So, und jetzt eine schöne Demo.